Aufnahme gedrückt und somit geht es los hier. Das dritte Spiel heute. Oder eher gesagt das zweite, weil das eine ist ja ausgefallen. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin ganz ehrlich gespannt, was das hier sein wird. Was das hier werden wird. Ich gönne es beiden Teams. Sie müssen auf jeden Fall langsam aufholen, beide Teams. Weil sie sind ziemlich weit unten auf der Tabelle. Auf jeden Fall schon mal hier in Welt. Versuchen hier vielleicht den ersten schon wegsnacken zu können. Fizz hat da leider gewardet. Das ist natürlich ein bisschen scheiße. Wurden jetzt alle gesehen. Graves muss da ein bisschen aufpassen. Hat er das nicht gesehen, dass da alle sind? What the fuck? Was war das denn? Graves? Graves ist open. First Blood für STFU. What the fuck geht hier ab? Alle stehen AFK rum. What the fuck geht hier ab? Alter, sind die alle AFK oder? Holy shit. Die bewegen sich einfach kein bisschen. Was ist das? Hey, what the fuck? Warum bewegen die sich nicht? Jetzt? Wie sie einfach alle nur rumstehen und nichts tun. Alter, Leute, das macht mich schon wieder fertig, das Spiel. Okay. Was war das eben, ey? Das verwirrt mich gerade ein bisschen. Naja. Okay, First Blood für STFU. Das war eigentlich geschenkt. Das ist nicht nix eigentlich, das war geschenkt, das muss man sagen. So, Fiora gegen Irelia. Pochen sich hier gegenseitig. Trash versucht hier gleich den nächsten Hook zu landen, aber trifft nicht. Zed gegen Fizz ist natürlich auch so ein Standard-Matchup, was man fast immer sieht. Also wenn Zed gepickt wird, dann wird Fizz gepickt. Oder ja, andersrum. Ach, keine Ahnung. Kein Plan. Ja. Auf jeden Fall schon wieder Fiora. Das ist schon mal das zweite Mal, dass wir Fiora hier heute sehen. Wir haben ziemlich viel gepickt. Oh, schöner Damage von dem Set auf dem Fizz. Muss man sagen. Oh, schlechte W von der Irelia. Von der Fiora, meinte ich. Ging ein bisschen daneben. Ah, der Trash-Hook mit Millimeter Verfehlung hier an dem Raum vorbei. Ich muss aber gerade jetzt aufpassen, weil der Graves gankt hier sofort auf der Top-Lane und macht gar nicht so schlechten Damage. Der Red-Buff zieht ganz schön hier die HP-Bar von Fiora runter. Zed kommt da jetzt auch auf die Top-Lane. Graves muss aufpassen. Ist er jetzt umzingelt? Holt sich jetzt vielleicht sogar die Fiora? Nein? Boah, was war das denn bitte? Wie close war das bitte? Und Fiora kommt da tatsächlich weg. Krasser Scheiß. Alle Flash einfach mal kurz raus. Krass. Schöner Battle hier auf der Top-Lane auf jeden Fall schon mal. Fiora kam da ganz knapp noch über die Wand rüber. Aber naja, Echo ist jetzt hier auch auf Midlane, um zu deffen. Aber nicht um zu viel, hoffentlich. Ne, macht sogar selbst ganz schön krassen Damage. Warum steht er jetzt im Gebüsch? Macht random einfach mal seine Q. Ist einfach der beste Support-Champion. Man steht aber nur die ganze Zeit rum im Gebüsch und macht seine Qs. Zed ist auch mit der. Oh, ich kann schon nicht mehr sehen. Zed ist jetzt mittlerweile auch schon wieder in der Midlane. Weil die betteln sich ja echt die ganze Zeit hier auf der Top-Lane. Boah, was ist das denn für ein Damage von der Fiora? Schön gekrittet die ganze Zeit und jetzt wechselt die Kamera einfach. Es wird ein Kill. Oder nein? Es wird kein Kill, lol. Ich dachte, sie hätte jetzt noch ihre Q ready gehabt. Dann wäre es auf jeden Fall gekillt gewesen. Schöner Hook hier auf den Graves. Auf den Draven, meinte ich. Wurde jetzt auch zurückgeflinkt, der Draven.
Exhaust ist auch drauf und das wird wahrscheinlich der... Nein, der Heal kam noch. Ziemlich spät, muss ich sagen. Ich hätte das sogar ein bisschen früher gemacht, damit es nicht allzu knapp wird. Aber Graves sitzt auch auf der Botlane hier. Muss jetzt aufpassen, der Lucian, dass er nicht gekippt wird. Aber sie haben natürlich auch noch hier. Schöner Grab von dem Trash auf der Grace drauf. Jetzt kommt das TP von der Toplane. Fiora ist mittlerweile auch da und das wird wahrscheinlich ein Kill. Nein, wird's nicht. Beide. Also alle kommen hier einfach low weg. Was ist das bitte für ein Scheiß? Kein einziger Kill hier gefallen. Zed ist jetzt auch schon wieder da. Alle hier einfach auf der Botlane. Oh, hätte die zweite Kuh noch getroffen, dann wäre es ein Kill für Zed gewesen, aber wurde es denn doch nicht. Schöner Fight hier mittlerweile in der 6. Minute schon. In der 5. gerade mal. Also Spiel geht ordentlich ab. Muss man ja schon sagen. Erstmal was trinken, Leute. Ach ja. Jetzt kommt die Trashlane. Echo würde sich die Elite nehmen. Macht sogar seine E dafür, aber kriegt sie trotzdem nicht. Wird es tatsächlich der erste Drake? Ich glaube, es ist noch ein bisschen zu früh. Da wird einer sterben. Der Echo. Ah ne, das ist der Trash. Der Trash ist so low. Muss ein bisschen aufpassen. Jetzt der Echo aber auch. Ne, es ist Zed. Ich bin gerade voll verwirrt. Naja, auf jeden Fall kriegen sie den Drake. Erster Drake für SDFU hier im Spiel. Lucian ist jetzt zwar alleine auf dem Botlane, aber das schafft er schon. Echo geht jetzt hier mitten auf den Fizz rein. Würde ich jetzt nicht so gerne machen, weil der Fizz Level 6 ist und der könnte auch schon mal schnell eine Ulti kommen. Und die kommt auch tatsächlich. Graves ist auch da. Aber der Fizz braucht nicht mal die Hilfe von dem Grace, weil er burstet Echo einfach down. Das ist der, somit der erste Kill für Team Hedgehog hier. Das ist natürlich jetzt ein bisschen im Nachteil. Ja, die Champions sortiere ich auch mal wieder da unten. Damit das wieder so ist, dass es so aussieht, als ob die Lanes da so angezeigt werden. Wisst ihr, was ich meine? So, somit ist es wieder richtig. Gut, kannst ja weitergehen. Boah, schöner Damage von dem Zed, obwohl er ein Level unter Fizz ist. Und das wird jetzt auch wahrscheinlich der Tod sein. Weil er seine Ulti noch nicht hat. Sonst hätte er die Fizz, glaube ich, sogar bekommen können. Das ist natürlich böse jetzt. Der Fizz wird immer mehr gefeedet. Das darf man mit Fizz einfach nicht machen. Graves hat sich jetzt hier aber zwar den Kill geholt, aber naja. Also wie ihr seht, Graves ist gar nicht so schlecht im Jungle. Trash cleared erst bei dem Pink Ward. Schöner Grab wieder, aber jetzt wechselt die Kamera einfach auf die Toplane, weil es da auch einen Fight gibt. Fiora versucht jetzt ihre Ulti zu machen und das wird auch klappen. Fiora holt sich hier den Kill gegen Irelia ab. Somit wieder 2-2 ausgeglichen. Nur das First Blood Gold hier hat gerade den Vorteil gegen... Also, SDFU hat gerade den First Blood Vorteil noch vom Gold her. Also das ist auch wieder schon wieder auf der Botlane. Der ist echt die ganze Zeit auf der Botlane irgendwie. Versucht hier ein bisschen zu babysitten, weil er auch in Level 6 ist. Geht jetzt wieder in die Midlane. Muss aber aufpassen. Der Fizz ist auf Level 8 schon. Okay. Da sieht man den Feed auf jeden Fall. 2 Level Vorteil für den Fizz. Ist natürlich böse. Ja, Echo ist jetzt auch wieder in der Midlane. Versucht da zu ganken, aber die müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Auf jeder Lane passiert gerade was. Schöne Ulti von dem Fizz auf dem Zed. Zed kommt da aber raus. Springt mit seiner Ulti zurück. Alter, wie es auf jeder Lane gerade abgeht und die Kamera wechselt einfach random rum. Zu späte Ulti von dem Baum und das wird der Tod für den Draven sein. Schön den Draven da noch weggesnackt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ihr den noch bekommt. Fizz muss jetzt auch ein bisschen aufpassen, obwohl der Zed ist ja erst Level 6. Hat seine Ulti nicht mehr. Irelia auch in der Midlane. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Auf jeder Lane passiert was.
Und der Braum wird auch noch weggesnackt. Lucian, somit mittlerweile mit 2 Kills. Und jetzt bauen sie den Goldvorteil langsam aus. Lass mit Pinkwatch hier clearen. Graves ist auch schon wieder da mit seinem Red Buff. Graves geht eigentlich ganz gut ab. Aber irgendwie... Die Botlane macht hier ganz schöne Plays für STFU. Ja. Der Gang versucht auf den Fizz. Echo springt noch mit seiner Ulti. Macht schön Damage, muss man sagen. Jetzt vielleicht doch noch ein Kill auf dem Fizz. Kriegen sie den Fizz? Nee, kriegen sie nicht. Fizz geht jetzt... Ah, nee. Der macht jetzt noch seine Ulti. Boah, schöner Damage von dem Lucian auf jeden Fall. Ist auch ein bisschen im Vorteil gegen den Graves. Gegen den Draven. Alter, ich verstehe hier gerade gar nichts mehr. 3 ADCs sind hier im Spiel mit. Keine Ahnung, was hier abgeht. Oh, Echo verhält seine Kuh, das ist böse. Gehen jetzt hier auf den Graves zusammen. Wenn der Trash seinen Hook landet, dann ist es gar nicht so schlecht. Aber der Hook war jetzt vielleicht doch nicht so gut, weil der Graves jetzt direkt wieder zum Echo kam und das wird... Lol, Alter, die Schilde. Wie viele Schilde hat er gerade bekommen? Lässt sich da jetzt echt backporten. LOL, die Ulti! Krass! Schöner Snipe hier von dem Draven wird jetzt wahrscheinlich selbst... LOL, was war das denn? Der Lucian ist einfach zurück über die Wand gebackt, aber Lucian kriegt trotzdem noch den Kill auf dem Draven, Alter. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Was war das für ein Grab? Holy shit! Ja, krass auf jeden Fall. Boah, Leute, das Spiel macht mich fertig. 5:3. Fiora macht aber auf jeden Fall mehr Damage auf der Aurelia. STFU holt sich jetzt hier den nächsten Drake. Die Mannschaft versucht gar nicht mehr das zu contesten irgendwie. Juckt sie gar nicht erst. Oh, und das ist der Blue Buff Stil. Nein, ist es nicht. Der Fizz holt sich den Blue Buff trotzdem. Und der Trash wird auch noch mit weggesnickt. Oh, schöner Damage von dem Set auf dem Fizz. Echo holt sich jetzt auch den Fizz hier ab. Und Fiora holt sich Graves, die sich hier gerade mit in den Jungle teleportiert hat. Alle von STFU jetzt hier zusammen. Die Räder kann jetzt natürlich auf der Botlane, auf der Toplane durchpushen, meine ich. Wenn sie schlau ist. Also wenn sie schlau ist, pusht sie jetzt Toplane durch. Aber STFU kann natürlich jetzt auch hier in der Midlane durchpushen. Die Aurelia macht nichts auf der Toplane. Okay. Ja. Ich weiß nicht, was das gerade für eine Meldung war. Ich hoffe, das Internet ist nicht schon wieder weg. Weil eben als der Ton kam, war das Internet auf einmal weg. Ich weiß nicht, was das für ein Ton war. Also... Das Spiel läuft auf jeden Fall weiter. Keine Ahnung. Okay, der Stream ist einfach nur kurz abgekackt. Also, bei Twitch. Aber es läuft anscheinend weiter. Die Matchup jetzt zu dritt auf der Botlane. Holen sich jetzt auch wahrscheinlich den Graves, den Trash ab. Alter, hier geht's überall ab. Ich kann das nicht kommentieren, wenn es überall abgeht, Alter. Ist einfach zu krass. Wie die Kamera einfach immer random wechselt. Ja. Echo wird hier weggesnackt von dem Fizz. Muss jetzt aber aufpassen. Fiora ist auch da. Springt aber schön über die Wand rüber und somit ist der Fizz auch schon wieder entkommen.
Ja, schön, dass dann. Muss ich sogar wegflashen? Ich glaube nicht, dass es eigentlich nötig gewesen wäre. Ich glaube nicht, dass Irelia da drauf gegangen wäre, weil Fizz wäre ja auch noch da gewesen. Naja. Also, 7 zu 6. Noch nichts ist entschieden. Hier kann noch alles passieren. Das ist auf jeden Fall klar. Oh, Trash holt jetzt hier auch den Echo mit rein mit einer schönen Lantern über die Wall. Wird das jetzt vielleicht sogar ein Kill werden? Ja, der Braum wird rausgesnackt. Ja, das war ganz gut gemacht. Perfekter Gank. Schön gemacht auf der Toplane. Auf der Botlane. Aber hier ist irgendwie noch die Fiora auf der Toplane gestorben. Das haben wir jetzt leider nicht gesehen. Schön gemacht auf jeden Fall. Lol, der Flash. What? Okay, hätte der Draven den jetzt noch gekillt, das wäre ein bisschen bitter gewesen. Lucian holt sich seinen 5. Kill ab, steht mittlerweile 5 zu 0. Ist natürlich hart. Oh, was war das denn? Einfach der Burst von dem Echo auf dem Graves. Und dann noch ein Hook, dann war es das schon mit dem Graves. Graves, stirbt im Moment ganz schön oft, muss ich sagen. 4 zu 3 steht er. Jetzt hier ein Battle auf der Toplane. Boah, der Damage von der Fiora ist echt unnormal. Alter, die Irelia hat einfach jede ihrer Ulti-Skillshots verhauen gerade. Das ist unglaublich, unglaublich, muss ich dazu sagen. Das geht doch nicht. Oh, Internet ist gut. Alles klar, du brauchst jetzt nicht immer, Twitch brauchst jetzt nicht immer ausgehen. Oh, das geht jetzt wieder auf den Draven hier. Draven hat aber das blöderste Schild. Wird ihm aber auch nichts bringen. Nee, was war das für ein Schild gerade? Keine Ahnung, was das für ein Schild war. Das war auf jeden Fall nicht blöderste. Fiora holt sich den nächsten Kill. Alter, Fiora ist so OP. Irelia kann einfach nichts machen. Okay, das Internet ist anscheinend gerade wirklich weg, aber das Spiel läuft weiter. Solange das Spiel weiterläuft, ist alles gut. Naja. Ich finde einfach gerade nicht mehr durch, was hier passiert. Das ist einfach nur eine... Oh, Alter, der Ding jetzt... Lol, die W hat nicht mehr... die E war nicht mehr gültig von dem Lucian. Wie unfair war das denn? Die hätte er echt noch treffen müssen. Alter, was war das denn? Mach mal den schwarzen Kasten. Lol. The fuck? Warum war das schwarzer Kasten? Das kam jetzt irgendwie durch, dass das Internet kurz abgeschmiert ist. Keine Ahnung. Wird es jetzt der dritte Drake? Fangen sie ihn an? Ja, sie fangen ihn auf jeden Fall an. Irgendwer warnt sie da noch. Ja. Das wird auch der dritte Drake. Somit 3 Drakes und 4 Türme. Das ist echt heftig. Aber trotzdem nur 4000 Gold Vorteil. Das verstehe ich irgendwie nicht. Fizz wird hier nicht rausgenommen. Aber Fizz zu treffen ist auch echt schwer. Der Herold der Kluft wurde... Achso, der ist gerade gestorben. Ich dachte gerade, hey, what the fuck. Stehen sich jetzt hier sogar das Blue. Grace geht hier all in. Was ist das? Kriegt hier die Z-Ulti ab?
Muss jetzt aufpassen. Obwohl, der Fisk geht einfach instant rein. Holt sich hier zwei Kills sofort ab. Das war gut gemacht. Der Graves hat schön gebaitet. Da flasht sich die Rea einfach. Ah ne, die followt gerade noch den Echo hier. Aber das war auf jeden Fall gut gemacht. Schön vom Graves einfach reingebaitet, dass der Fisk schön engagen konnte mit seiner Ulti und hat ordentlich an Damage gemacht. Nicht schlecht, auf jeden Fall. Boah, der Fizzburst, was ist das bitte? Hätte die Ulti getroffen. Er engaged einfach durch den Tower. Jetzt hat er aber doch Schiss bekommen. Was war sowas von krass. Der Fizz hat auch 5-1 mittlerweile. Genau wie der Lucian. Und es wird der Tod für den Zed. Ihr seht es, es ist einfach krass OP. Bin ich der einzige Zuschauer? Ne, bei mir wird die irgendwie auch nicht angezeigt. Aber es gucken gerade 6 Leute zu, krass. Krass, 6 Leute. Ja, bei so einem Kackstream guckt auch keiner zu. Ich muss ja ehrlich zugeben, dass die Qualität einfach mega schlecht ist. Aber ich immer noch zu schlechtes Internet habe, um in höherer Qualität zu streamen. Ich weiß nicht, wie lange das noch dauern wird, bis ich endlich vernünftiges Internet wieder habe. Die Aura holt sich einfach mal instant over top in den Tower. Echo holt sich die Irelia ab. Und es ist schon wieder ausgeglichen. Auf jeden Fall macht STFU hier mehr Druck als Team Handshop. Und Team Handshop müsste eigentlich gewinnen. Ja, ihr seht's, Fiora ist einfach krass OP, flasht sich auch noch hinterher. Das könnten sie jetzt eventuell sogar noch ziemlich weit durchpushen, weil es sind einfach 3 Leute tot von. Ah ne, nur noch 2 mittlerweile. Aber ja, Alter, ihr seht es, Fiora ist so fucking broken, ey. Nächster Tower ist weg. Der erste Inhibitor wird es auch fallen, weil Fiora sich den holt. Schöner Damage von dem Fizz auf jeden Fall noch. Kriegt aber trotzdem keinen. Auch der Trash kommt da ganz low weg. Fiora holt sich einfach alle Kills hier ab. Krasser Scheiße. Da kommt die Draven Ulti. Das war wieder klar, dass der hier noch einen mitsnacken wird. Aber der Fizz ist auch schon wieder tot. Braum versucht jetzt hier noch auf dem Lucian zu engagen, aber ich weiß nicht, was er bringen soll. Nächster Inhibitor down. Braum wird auch wieder fallen. Wir nehmen einfach gerade alles auseinander. Die Matchup macht das auch gerade ein bisschen unschlau, weil sie gehen einfach immer alle einzeln rein, anstatt als Team zu fighten. Das war nicht so gut. Man hätte auch zusammen als Team reingehen können. 24. Minute, 2 Inhibitoren weg. Das ist natürlich böse. Das ist nicht gut. Wollen sie sich jetzt hier den Baron holen? Ich glaube, dann wird es einen riesen Fight geben auf jeden Fall. Fiora burstet einfach alles down. Sie macht einfach mal random den Graves. Der arme Graves. Er war auch noch so jung. Ja. Und sie versuchen echt den Baron hier zu holen. Trash. Schildert noch ein bisschen auf der anderen Seite. Hat keinen Bock. Kein Bock gegen Baron zu kämpfen. Oh, schöner Hook auf dem Fizz. Und jetzt kommt auch die Fiora hier rüber. Ne, das war Echo. Ich dachte, Fiora springt mit rüber. Ja.
das Backport. Weil die Kamera. Was war das denn? So. Alle mit der Heimwacht einfach instant go-go. Wollen jetzt hier auf der Botlane durchpushen. Weil alle der Ains sind ja sowieso schon durchgepusht. Außer die Botlane. Und der nächste Drake. Der vierte Drake und 7 Tower. Das... Ey Leute, ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass hier Team Handjob noch was machen kann. Baron auch noch dazu. 8 Tower mittlerweile. Holen sie alle Buffs. Sieht sehr, sehr schlecht aus für Team Handjob. Boah, der Burst selbst vom Jungler, Alter. Zed macht jetzt auch seine Ulti einfach instant drauf und der ist weg. Tschüss, Fizz. Lucian muss jetzt aber auch ein bisschen aufpassen. Geht da ganz schön low. Die sind alle, glaube ich, ganz schön low. Müssen jetzt alle ein bisschen aufpassen. Grace wird wahrscheinlich jetzt auch rausgecatcht. Nein, hat noch sein Schild, aber doch. Er wird trotzdem noch rausgecatcht von Fiora. Fiora ist einfach noch hinterher gesprungen und der Zed holt sich den Braum. Farm hier einfach die Champions wie Minions. Fiora nix Kill. 8-1 für Fiora. Somit wird es höchstwahrscheinlich der Sieg werden. Obwohl Draven macht gar nicht so schlechten Damage auf dem Set. Der wird auch nochmal drauf gehen. Ja. Holt sich noch 2 Kills der Draven, aber das wird auch nicht mehr viel bringen. Somit geht das Spiel an STFU. Herzlichen Glückwunsch für den nächsten Sieg.